Leise! Bitte leise, ich muss einen Vlog drehen für meinen interessanten Alltag. Ich habe mir vorgenommen, mehr YouTube-Videos zu drehen und ich dachte mir so, kreative Idee, kreative Idee, kreative Idee. Ein Vlog. Was machen wir hier nochmal? Hi, ich bin Melissa vom Schnitt. Meine Aufgabe besteht darin, meine cringigen Videos im Nachhinein zu kommentieren und sie natürlich zu schneiden. Das ist eigentlich mein Job, aber das, los geht's. Auf jeden Fall habe ich schon gefrühstückt. Agavendicksaft. Eigentlich muss es Agavendünnsaft heißen. Hahaha. Piep, 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 guten Appetit. Das ist halt gerade richtig klischeehaft. Influencer isst Haferflocken in der Früh. Fun Fact, ich esse eigentlich voll selten Haferflocken. Aber an dem Tag hatte ich irgendwie voll Lust drauf. Deswegen hat es da reingepasst, okay? Ich habe nicht extra nur für die Kamera Haferflocken gegessen. Habe ich nicht. Nein, habe ich wirklich nicht. Like, can we talk about this? Auf jeden Fall bin ich gerade alleine zu Hause und oh mein Gott, sie ist alleine zu Hause. Meine Mutter meinte, ich soll nie sagen, dass ich alleine zu Hause bin, weil sonst mich jemand entführt. Aber das Video kommt sowieso erst nach ein paar Tagen online, deswegen ist es dann schon Vergangenheit. Mama, schau, System gedribbelt. Melissa, kannst du bitte nie wieder System gedribbelt sagen? Das würde mich freuen. Schon ein bisschen borderline cringe. Okay, weiter. Auf jeden Fall zeige ich euch natürlich die Ecke meines Zimmers nicht, weil das ist Wäsche, die ich schon seit 2 Tagen aufschiebe und falten muss. Ich habe aber ein Problem, Leute. Ich habe ein Problem. Ich muss das... Hört zu. Mein Kleiderschrank. Hi, da bin ich. Mit meiner sexy Frise. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Kleiderschrank und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es passt nichts mehr rein. Also der Schrank ist schon relativ groß so an sich. Der ist halt ziemlich hoch. Deswegen weiß ich nicht, was ich machen soll. Hier liegen auch 1000 Sachen rum. Oh, das zeige ich euch jetzt lieber... Nein. Natürlich diese Flasche, weil diese Flasche hat irgendwie gefühlt jeder Influencer. Whatever. Dann bin ich halt ein Influencer-Content-Creatorin. Wings H2O, plötzlich mehr Jungfrau. I'm getting ripped tonight. Ich muss unbedingt meine Nägel machen lassen. Die können wir bitte darüber... Nein. Ja, wir müssen... Die sind so rausgewachsen. Nägel länger als die Short Baby. Gib ihm aber nicht mit Absicht, sondern einfach, weil sie rausgewachsen sind. Ih, nein. Ich will nicht, dass es fokussiert. Ihr müsst das nicht in HD sehen. Hab euch gar nicht gesehen. Ach, meine Nägel. Ja, ich habe jetzt neue Nägel. Ich mach mal, tipp mal weiter. Leo, wach auf, Bitch. Mir ist langweilig. Leo, Leo, Leo. Du schläfst den ganzen Tag, Bro. Ich wollte doch nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Weißt du was, ich brauche niemanden. Okay. Ist schon okay, Leo. Ist okay, Leo. Ist okay. Nein, ich brauch dich. Wir reden einfach nicht drüber, wie unordentlich das hier alles... Obwohl, so unordentlich... Auf jeden Fall muss ich das ja alles nochmal organisieren, weil das schon seit ein paar... Ich wollte gerade Wochen sagen, aber seit Monaten ziemlich wie ein Mess aussieht. Ich glaube, mich muss ich auch richten, Junge. Bismillah, wie sehe ich aus? Gut, dass du das erkannt hast. Ich habe es schon gerade gesagt. Mach das. Aber auf jeden Fall war ich ja mit Diana bei einem Dreh und wir haben während des Drehs nicht unsere Handys benutzt. Wir konnten unsere Handys nicht benutzen. Und deswegen kam ich auf die glorreiche Idee, analoge Kameras mitzunehmen. Das heißt, wir haben analoge Kameras mitgenommen und haben da alles mit denen fotografiert. Die muss ich noch zum DM bringen, weil im DM kann man die ja dann im Labor entwickeln lassen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ratet mal, wer gestern das Auto geschrottet hat. Leo. Ich hab's nicht geschrottet, okay? Es war schon kaputt. Es sind 7 Sachen an dem Auto kaputt. Rate mal, wer trotzdem damit gefahren ist. Also man kann es noch fahren, es sind nur ein paar Sachen kaputt. Und mein Bruder meinte gestern, Melissa, fahr damit nicht in die Stadt. Ich so, nein, passiert schon nichts. Es ist nichts passiert, aber das Auto ist nur fast stehen geblieben. So, ich hab's dann noch. Ich so, komm, das schaffst du. Es hat's geschafft, aber ich glaube, mehr geht jetzt nicht mehr. Also David Dobrik, wenn du das siehst, ich würde schon einen Tesla gebrauchen. So. Also wenn du mir einen schenken willst oder... Egal, egal welches Auto. Update, Leute. Mein Dutt hat sich gelöst und ich sehe nicht besser aus. Ich habe mich dazu aufgerafft, hier aufzuräumen und meinen Kleiderschrank neu zu sortieren. Das sind meine Wintersachen und Leo ist auch aufgestanden. Willst du Hi sagen, Schatz?
Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Mein Kleiderschrank sieht gerade... Melissa, ich kann es noch rausnehmen, das Poster. Soll ich es raus? Das kann ich allerdings nicht mehr rausnehmen, scheiße. Mir ist bewusst, dass da ein Justin Bieber Plakat steht. Okay, judgt mich nicht, mobbt mich nicht. Auf jeden Fall, weiter geht's. Mein Kleiderschrank ist ein Chaos gerade und ich versuche das zu richten. Die Wintersachen mache ich alle hoch und meine Sommersachen hole ich down. Leo, du Schatz, ich wollte das aufräumen. Das ist nicht, nein. Kann ich da mal hin oder willst du da, du hast schon 3 Stunden geschlafen, das reicht, Bruder. Nicht zerkratzen, Bitch, let it go, man. Kannst du mal loslassen oder willst du das jetzt komplett zerreißen? Nein! Wenn ich gerade aussehe, als hätte ich einen Pamela Reif Workout gemacht, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht, weil ich habe einen Pamela Reif Workout gemacht. Pamela Reif, du hast nicht umsonst so einen Ruf, ich bin tot. Hier seht ihr meine Sportmatte. Verpiesel dich. Ich will noch was zu den Workouts hinzufügen. Pamela Reif. Das Ding ist, Digga, die macht keine Pausen. Tamam macht deine Workout, aber bis ich schon in diese andere Workout-Übung geswitcht bin, ist schon die Übung vorbei. Aber ansonsten sind ihre Workouts wirklich... Ey, das ist... Hör auf, Melissa. Was ist denn los? Leo! Kann ich dich knutschen, Leo? Ich küsse doch dein Herz. Aber bevor ich jetzt duschen gehe, mache ich was richtig, richtig Außergewöhnliches. Und zwar, ich rehe den Masen. Ich mähe den Rasen. Ach du Scheiße, also nach dem will ich jetzt echt, ich will den Vlog beenden. Mein Vater ist halt auch nicht da zur Zeit und der Rasen ist länger als die Shorts. Genau, der muss unbedingt, habe ich das schon mal gemacht? Habe ich schon mal den Rasen gemäht? Habe ich schon mal Deutsch gelernt? Ich glaube nicht. Ich bin Melissa, ich kann alles. Selbst ist die Frau, okay? Schaut einfach weiter. Merkt euch, was sie gesagt hat. Leo, du musst den Rasen mähen. Mir egal, du musst den Rasen mähen. Ja, wenn du jetzt meine Kamera zerkratzt, ne? Gefunden. Ich weiß natürlich, wie das funktioniert. Run. Da muss anscheinend Benzin rein. Das wusste ich nicht. Und Motoröl und so und ich glaube, das lasse ich doch meinen Vater machen. 3-mal dürft ihr raten, wessen Akku leer gegangen ist. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit, wo ich den Akku aufgeladen habe, den Akku aufgeladen und geduscht. Deswegen sind auch meine Haare gerade nass und ich schmink mich gerade, weil das echt nötig ist. Also wie ich hier die ganze Zeit aussehe, es tut mir leid. Spaß! Ich muss mich nicht für mein Aussehen entschuldigen. Es ist heute richtig, richtig heiß. Meine Frisur sieht so Bombe aus. Mashallah, also ich sehe wirklich... Oh mein Gott. Wo ist mein Haarband? Moment. Sieht aus wie ein Maimun. Wie ein Affe. Someone take the camera away. Mein Humor besteht einfach darin, dass ich ziemlich unlustig bin. Und weil es so unlustig ist, finde ich es halt dann immer so richtig cringe. Und deswegen muss ich dann immer lachen. Das ist so mein Verständnis für Humor. By the way, ich werde dann einfach in einem Monat 20. Kennt ihr das, wenn euch jemand was erzählt und ganze Zeit von Thema zu Thema zu Thema wechselt? Ich bin so eine Person. Ich werde in einem Monat 20. Ich verhalte mich wie ein Teenager, das neu in die Pubertät gekommen ist. Ich habe gerade irgendwie voll dramatische Wimpern drauf. Ich hatte einfach den Vibe. Ne? Ich dachte mir heute, ich darf das. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange dieses Video lang... Wenn ich nicht lerne zu reden, dann wird dieses Video 4 Tage gehen. Melissa, du musst... Achtung, nicht erschrecken. Oh mein Gott, hier schallt es ja übelst. Ich sehe halt low-key gerade aus wie so ein Löwe. Aber das kriegen wir hin, okay? Jetzt kriegen wir hin. Es ist leer. Jetzt geht's ran an den Speck. Kim Possible, call me, beat me. Manchmal will ich nichts sagen. Wieso muss ich das Videomaterial durchschauen? Ich würde das halt auch niemandem anderen antun wollen. In einem Monat wirst du 20. Das heißt nicht, dass wir uns so verhalten werden. Absolut gar nicht. Ich tue das mal kurz fixen. Kann ein bisschen dauern. Ich habe mir 2 Zöpfe geflochten und ich finde, ich sehe jetzt richtig Pinterest aus. Wieso ist es auf einmal ein Get Ready With Me geworden? Das Ding ist, ich weiß nicht mal, für was ich mich vorbereite, weil ich...
Ich weiß nie, für was ich mich vorbereite, weil ich bereite mich jeden Tag vor, weil ich halt immer Videos drehe, nicht weil ich rausgehe. Das ist eigentlich schon traurig. Okay, Schmuck. Ich mache diese Kreolen dran. Eine Ewigkeit später. So, Leute, wir sind hier gerade im Auto und es ist so heiß. Ich habe gerade voll gespuckt. Wir waren im DM und bei Müller, Emil, was hast du gekauft? Auf jeden Fall sind wir dann noch zum DM gekommen, weil ich ja meine Einwegkamera da abgegeben hatte, damit die Fotos im Labor entwickelt werden. Und ratet mal, was nicht fertig ist, beziehungsweise was ich hier nicht gefunden habe, meine Fotos. Meinst du diese Fotos? Ich bin zwar Melissa vom Schnitt, aber ich bin auch Melissa aus der Zukunft. Ich habe die Fotos mittlerweile und ein paar sind einfach komplett grau, aber das ist jetzt nicht das Thema. Okay, weiter geht's. Sag. Voll peinlich, da ist gerade einfach die... Spaß, nicht peinlich. Du hast da ganze Zeit Kaugummi auf der Nase, by the way. Ich habe Kichererbsenchips gekauft und Mangolassi als Trost, dass meine Fotos noch nicht fertig sind. Und ich habe ein Pop-It. Mach mal die Chips auf. Dankeschön für meine Chips. Meine Cousine nimmt das immer. Ich nehme eigentlich immer Kaffee, aber ich versuche momentan ein bisschen auf Kaffeeentzug zu sein. Mm. Probieren. Das ist okay, ist nicht so mein Favorite, sage ich ganz ehrlich. Was geht dich an? Wieso dich an? Mach ich keine Bombe. Ich esse jetzt die Kichererbsenchips mit dem. Ich dachte, ich esse schon alles mit alles, aber... Du hast überall Kaugummi. Ich habe euch nicht als Spiegel benutzt, nein. Mir, ihr fängt schon so an zu reden wie ich. Wieso essen wir vor den Leuten? Vielleicht haben die Hunger. Wir machen einen Mukbang. Eine Frage, Melissa. Wieso heißt es Kichererbsen, wenn die nicht kichern? Wie groß war diese Kaugummiblase? Das ist alles auf dein Gesicht. Wir machen jetzt nochmal dieses Spiel, wo wir auf drei was sagen müssen. So Geschwister-Ding-mäßig. Leute, drückt auf den Abo. Egal, ist einfach. Liked. Eins, zwei, drei. Blau. Gold. Digga, wer sagt Gold? Auf drei ein Tier. Eins, zwei, drei Katze. Ja, okay. Ein Obst. Eins, zwei, drei Banane. Oh, voll gut. Klatsch ein. Wie nennt man einen Huhn ohne Flügel? Emil. Chicken Nugget. In wen war ich früher verliebt? Eins, zwei, drei Justin Bieber. Melissa vom Schnitt. Nächstes Mal kaufst du mir aber ein Happy Meal. Wie findest du mein Kleid? Es geht. Es ist so süß. Mein Kleid ist schön, okay? Don't be fucking rude. Are you kidding me? Und drückt auf den Abo-Knopf, so wie ihr den da seht, drauf drückt. Auf jeden Fall war es das mit dem ersten Vlog von mein Zuhause aus. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Lust auf mehr Vlogs habt, weil ich habe vor, das öfters zu machen, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ihr müsst mich halt ertragen so. Emil hat es zwar schon gesagt, aber liked das Video, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr weitere coole Videos von mir und Leonardo nicht verpassen wollt. Geht schlafen. Tschüss.